Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile in einem bestimmten Part, den ich natürlich nie weiß. Wir haben immer noch unsere 4 Uses remaining. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Lootfilter gefixt und 2 weitere Mausoleum-Maps vorbereitet, damit wir hier sofort durchstarten können. Wir haben hier Infused Anarchy, Domination and Rampage bekommen. Slaying enemies in a killstreak grants Rampage bonuses 20% increased quantity. Increased, habe ich das gerade gesagt. Auf items found in this area. Ziemlich geil. 6 zusätzliche Schreine. 12 zusätzliche Rogue Exiles. Das ist richtig fett. Es gibt hier eine Note von Rogue Exiles hier. 8% Chance, 20 zusätzliche Rogue Exiles zu bekommen. Die alle bei Possessed Tormented Spirits sind. Wenn man jetzt diese Note nehmen würde und Glück hätte, die 8% zu triggern, hätte man 32 Tormented Spirit Infused Rogue Exiles auf seiner Map. Das wäre ein absolutes Loot-Massaker. Aber ich hasse Rogue Exiles, deswegen mache ich das nicht. Verdammt, jetzt habe ich mich fast verschluckt. So, das behalte ich. Labyrinth Trial behalte ich. Ist mir egal, das brauche ich nicht. Essenzen könnten wir eigentlich mal nehmen. Ich meine, why not? 3 zusätzliche Essenzen ist immer gut. Einfach mal reinhauen. Auf geht's. Promenade-Map. So. Dann stellen wir uns jetzt hier mal ein paar Totems hin. Everything dies. Yo, das ist wahr. So, meine Custom Sounds sind wieder da. Und das neue Design ist da. Ich bin sehr zufrieden. Und die Grillen im Hintergrund sind sehr laut, weil ich das Fenster auf habe. Aber ohne offenem Fenster würde man hier drin wahrscheinlich sterben. Deswegen tue ich es nicht. Also deswegen tue ich es nicht zumachen. Boah, was machen die denn hier für einen Feuerscheiß? Ist ja mal saugefährlich. Meine Totems sterben sehr schnell. Das habe ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und Harbinger haben wir auch noch hier. Ach, ich bin ein Trottel. Ich weiß, warum die so lange leben. Weil ich die infused habe mit meinem Sentinel. Ah, mein Gott. Ja, man kann natürlich auch sein Hirn anmachen. Ist aber okay. Früher oder später wird der Erste sterben und wenn das soweit ist, sterben auch die anderen. Okay, Level up. Ganz viele Essenzen. Nehmen wir alle mal mit. Los, schieß doch mal auf den hier. Ist ja nicht zum Aushalten, der macht ja immer noch mehr. So, ich war mir jetzt nicht sicher, ob der Sentinel, den wir gepoppt haben, jetzt tatsächlich einfach von der Zeit her abgelaufen ist oder ob der genug Monster verzaubert hat. Hoffentlich letzteres. Orb of Unmaking nehme ich immer gerne mit. Aus irgendeinem Grund kriege ich hier richtig heftige Debuffs. Ganz viele. Okay, so sieht das also aus, wenn man sich ganz viel Zeug nicht anzeigen lässt. Chromatic Orbs sind natürlich jetzt wieder rausgeflogen, weil ich einen alten Filter von mir modifiziert habe und nicht den neuen, den ich hatte, weil die Custom Sounds gefehlt haben. Deswegen habe ich den anderen genommen. Envisil Suffering. Meinetwegen. Nicht verzaubert geht das Ganze auch sehr schnell. So. Noch mehr. Scorn ist auch noch eine Essenz. Oh, hier ist wieder ein Harbinger. Aber diesmal nur ein kleiner, glaube ich. Ja,
trotzdem ausreichend. Hier ist noch ein Schrein. Stellen wir hier unsere Totems drumherum. Zaubern die Bengel. Verfluchen die, cursen sie. So, der erste ist down. Zweite auch. Müssen wir nachher mal schauen. Boah, ich hoffe, dieses Grillengeräusch ist nicht die ganze Zeit jetzt gleich dabei. Das habe ich noch nie gehört, dass das so laut und penetrant war hier. Lustig war allerdings, dass ich heute eine Grille gehört habe, die gefühlt gar keinen Bock mehr auf ihr Leben hatte. Die war einfach so schwach. Also es könnte wirklich sein, dass sie wirklich einfach nur schwach war, weil es so heiß war oder so. Aber die hatte einfach überhaupt keinen Bock. Also die hat kaum einen Mucks von sich geben können, glaube ich. Die war einfach fertig. Die Arme. So, wir haben einen Skillpunkt übrig und nehmen den hier. Bedeutet, wir kriegen jetzt auch noch mehr hiervon. 2,250 müssten wir haben, wenn wir jetzt nicht getroffen worden wären. Ja. Sehr gut. I need more mana. Ich weiß. Rusted Stalker Sentinel. Stimmt, die Regeln sind natürlich jetzt auch raus. Kacke. Vielleicht muss ich da dann nochmal ran und diese Sentinel Settings auf jeden Fall nochmal machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht scharf darauf. Was bist du für einer? Nicht scharf darauf, hier besonders viele Regeln umzustellen oder sowas. Eigentlich eher im Gegenteil, so wenig wie möglich, weil das meiste macht der Standardfilter von Neversink richtig, richtig gut. Aber ja, es gibt eben bestimmte Dinge, die ich persönlich nicht mag, und das sind die Magic Sentinels, deswegen fliegen die raus. So, du bist ein Boss. Why ever? So, stirb. Gucken, was wir kriegen. Jeweler Orb. Scouting Report. Und ein Synthesis Item. Torment und Sorrow und Woe nehmen wir noch mit. So. Sehr gut. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Bosse hier besiegen. Einen haben wir. Sacrifice at Midnight. Ist, glaube ich, das teuerste der vier Fragmente. Oh. Da ist schon wieder ein Trial. Mann, Mann, Mann. Ja, man kann natürlich auch die doppelten, also doppelte kriegen. So. Haben wir hier drei Monster Remain. Sehr gut aufgeräumt. Das gefällt mir. So, Map Device. Nächste Map rein. Ich möchte gerne wieder die Essenzen nehmen. Weil mir das sehr gut gefallen hat, wenn ich ehrlich bin. So, hier möchte ich gerade schauen, was da drin ist. Semi-optimal. So, jetzt schmeißen wir das alles hier rein. Keine Ahnung, was das alles für Essenzen sind und wie teuer das ist. Shrieking auf irgendwas. Ist mir Wurst. Ich dachte gerade, das wäre eine Deafening Essenz gewesen. Hab mich vertan. Was ich tue, ist nochmal einen Stack von den Scrolls mitzunehmen. Und jetzt geht's ins Mausoleum. Das ist ein cooles Layout, das mag ich sehr leiden, weil es relativ offen ist. Hier unten lang. So, Envy, Corruption und Suffering. Da das wieder zwei sind, bekomme ich wieder zwei Remnant of Corruptions. Das finde ich persönlich immer sehr gut. So,
Apex hätte ich gar nicht mehr angezeigt bekommen. Das ist echt schade gerade, dass mir die Regel flöten gegangen ist, aber ich wollte jetzt nicht zu viel machen hier. So. Dann haben wir hier noch eine Strongbox. Oh yes, ein Sechsling. Chillig. Gefällt mir sehr. So, Apex Sentinel. Ach ja, ich wollte noch was ausprobieren. Und zwar bei Sound gibt es doch den Item Filter Alert Volume. Den würde ich ein bisschen runterstellen. Ist immer noch sehr laut. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu leise. Ja, so wird's reichen. Dass es nicht zu laut ist. Ja, gerade wenn die Sounds. Ich hatte hier mit Dolch mal gesprochen, der sagte, das wäre ein bisschen zu leise gewesen in den ersten Parts. Irgendwo ist mir das ja selbst aufgefallen, da habe ich ein bisschen lauter gedreht, weiß ich aber nicht mehr genau wo. Ich habe es aber dann ab Part 25 nochmal ein bisschen lauter gedreht, aber im Hauptmenü und da kann man die Item-Filter-Sounds nicht leiser stellen. Und deswegen musste ich das jetzt gerade tun, weil ich da vorher nicht dran gedacht habe. Danke an mein Gehirn. Und danke an Dolch fürs Anmerken. So. Jetzt haben wir natürlich mehr als das da übrig. Das heißt, wir müssen hier nochmal hoch. Ich weiß auch gar nicht, welcher Boss hier rumlungert. So, Screaming of Suffering, ganz ehrlich. Das ist es mir nicht wert. Aber das Gute an der Sache ist ja, unser Atlas selber hat Crimson Temple auf T11 momentan. Und wir laufen T10 Maps, das bedeutet, wir bekommen immer Crimson Temple jetzt. Irgendwann kann einen das ziemlich abfacken, sag ich mal, wenn man die ganze Zeit dieselbe Map läuft. Mich stört es persönlich nicht, aber euch als Zuschauer könnte es abfacken, deswegen laufe ich immer mal wieder zwischendurch Crimson Temple, so ist nicht. Aber ich werde versuchen, ein kleines bisschen Variation reinzubringen. Mal schauen, ob ich vielleicht fürs Let's Play noch Singular Focus rausnehme. Wer weiß. Oh, ein großer Harbinger. Das ist gut. Ich weiß. Das ist nicht schlimm. Wow, 4x-Shards. Chillig. Natürlich noch mehr. Aber der Rest ist uns wurscht. Was bist du für einer? Aber es ist total geil, dass ich so viele Remnant of Corruptions hier kriege in dieser Map. Eigentlich sind diese Chancen gar nicht so hoch. So, noch eine Crimson Temple, Wahl. Ach, da oben war der Boss, den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade mit irgendwas beschäftigt war. Arena. Ach, der. Oh nee, der dauert auch so lange. Hätte ich das mal früher gewusst. Ist aber eigentlich ein ganz cooler Boss. Ich könnte hier meinen Sentinel poppen. Und dann warte ich einfach, bis hier alles irgendwie von meinem Sentinel verzaubert wird. Inklusive des Bosses selbst. Der dann durch Zehntausende von den Teilen guten Loot droppt. Seht ihr ihn? Den Weltklasse-Loot. Ein Orb of Transmutation. Fuck. Fuck you. Okay, scheiß drauf. Wir gehen einfach raus. Was soll's? Nächste Map. Wo haben wir's? Essenzen. Wir haben immer noch 4 Crafts davon übrig. Das ist das Geile. Zwischendurch kriegt man einfach immer mal diese Crafts und dann kann man die einfach mal benutzen, wenn man da Spaß dran hat.
So, erstmal wollen wir unser Divine Orb bekommen, dann unsere Jewelers. Dieses Frostamulett gibt, glaube ich, gar nichts. Nö. So, wir haben jetzt einen Divine Orb, der ein paar Chaos wert ist. Was kostet der? 10, 11, 9. Und dann diese 4 X-Shards für jeweils 8. Das sind einige Chaos allein durch diese Map. Und die Essenzen sind noch nicht mal drauf gerechnet. Die Crimson Temple Map auch nicht. Gibt die was? 2 Chaos each. Also, es ist im Bereich des Epischen, was hier gerade passiert. Sehr, sehr viel Currency für nichts. Also für nichts an Arbeit, basically. So. Apex Sentinel sind mir relativ egal. Ich werde jetzt mal gerade meinen... Fuck, hätte ich es doch einfach mal nicht gemacht. Beziehungsweise hätte ich mich verpisst. Ah, wie blöd. Ich hasse das immer. Gerade Sentinel ausgepackt. Der erste, der verzaubert wird, macht irgend so einen Hit, der unglaublich Damage kloppt und dann bist du tot. Egal, 2 Chaos Orb. Und nochmal 8 Orb of Chance. Why ever? Diese Bindings sind auch ganz gut, die kann man mitnehmen. Oh, warte mal. Da muss ich weiterhin aufpassen. Aus irgendeinem Grund haben die enormen Schaden gemacht. Und die droppen nicht mal was. Das ist das Bittere. Na egal, dafür habe ich jetzt einen Speedschrein. Gut, dass ich den vorher nicht mitgenommen habe. Noch ein X-Shard. Wow. Es scheint sich zu lohnen. Ich bin zufrieden. So, Essenzen. Hier sind noch ein paar Gegner. Oh, Scorn hat sich auch nicht verwandelt. Schade. Aber Deafening Essence auf Scorn ist bestimmt auch was wert, oder? 2 Chaos each, das ist gut. Nehmen wir mit. Da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen. Wow, was ist denn hier los? Ich habe noch nichts. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie 2, 3 Deafenings da drauf kriegen. Scheiße, da sind 3 Stück drauf. Okay, jetzt wird's gefährlich. Sofort verpissen, die machen wahrscheinlich unglaublichen Schaden. Meine Fresse. Das Ganze dürfte sehr interessant werden hier. Einfach Totemstellen verpissen und die machen das schon. Oh mein Gott, das war nur einer, ne? Wo ist der andere? Nein, 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 ich will nicht. Meine Fresse. Ich brauche Life Flask. Ganz schnell. Schieß drüber, los. Killt sie.
Mein Gott. Okay, der andere ist hier gestorben. Okay, also das ist krass gewesen, würde ich schon fast sagen. Ich hasse es immer, wenn ich so hart von denen verfolgt werde und eigentlich nichts tun kann und dann auch noch out of life flask hier. Das ist immer sehr, sehr bitter. Da ist auch noch ein bisschen was gefallen. Ein Amulett. Dying Anguish. Okay, 23 Monster remain. Wo die sind, weiß nur Gott. Ich bin hier raus. Sicher ist sicher. So, wo haben wir denn unsere Essenzen? Da. Auf geht's. Es gibt nur das, was ich verkaufen möchte. Ich glaube, das war nicht gut. Jetzt werden die Essenzen reingeschmissen. So. Rein ins Mausoleum. Ist Dread auch eine davon? Ich glaube ja. War es nicht schlimm? Hat sich nicht verändert. Chaos, Golems, die die beschützen, werden auf Dauer keinen Bestand haben. Scheiße, der spawnt die immer wieder. Was für ein Ding? Evocationist. Gefällt mir nicht. So. I need more mana. Voll Fokus auf den Steinboy. Los. Sehr gut. Oh. Okay, keine coolen Sachen. Hier ist wieder eine Dread. Immer noch nicht, aber zwei Deafenings dafür. Flamestrider diesmal. Vielleicht ein bisschen angenehmer. Dürften mehr aushalten, glaube ich, weil die Feuer resistieren. Aber in meinem Fall ist es egal, weil ich einfach eh Curses drauf haue und dann sehen wir mal weiter. Oh, ich krieg gerade sehr gut Schaden. Ich weiß nicht von wo. Aber das ist mir egal. Okay, das haben wir. Deafening Essences, immer her damit. Okay, das ist mir egal. Fällt mir gerade auf, ihr habt diese Wahlzeit-Areas auch noch nicht gesehen. Die zeige ich euch jetzt mal. Es heißt Deathly Chambers, hoffentlich ist das nicht wörtlich gemeint, ansonsten kriege ich hier Probleme. Was war das hier? Apex. Aus irgendeinem Grund fallen diese Apex-Sentinels immer. Wenn man da einen sehr starken Bossing-Charakter hat, was wir ja schon eigentlich haben, würde ich schon beinahe behaupten, dann sind die wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht. Ich mag die einfach überhaupt nicht leiden, folglich benutze ich sie auch nie. So, da waren jetzt noch mehr. Also hier kriegt man auch gute Erfahrung, das ist wie so eine kleine Mini-Map innerhalb der Map, mit einem kleinen Map-Boss am Ende. Und dann gibt es so einen Corrupted Wahlfessel, irgendwie sowas. Oh, cool. Und dann bekommt man am Ende einen Punkt. Einen Punkt, sage ich schon. Einen Wahlgem. Aber den brauchen wir nicht. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir
die Life Note mitnehmen, 6%, vorübergehend. Bevor wir hier, wo wir das Cluster Jewel eh noch nicht haben, diese Mini-Elementar-Damage-Dinger mitnehmen, das lohnt sich ja alles noch gar nicht. Vor allem das Cluster Jewel kann ich sowieso nicht richtig durchskillen, wenn ich nicht vorher hier dieses Jewel habe, das mir dafür diese 4 Punkte wieder freigibt. Ansonsten wird das unmöglich, den Skilltree einzuhalten, bis ich Level 100 sein muss oder sowas. Dafür. So, hier ist der Boss. Ein Unique Gegner, das heißt, wir machen jetzt ganz viel More Damage durch unsere Ascendancy. Nichts gedroppt. Und hier ist die Walfessel. 3 Walorbs, das ist gut. Blade Vortex und Lightning Trap. Ist okay, ganz nett. Also, wie ich mal angesprochen hatte, hier kann man coolen Kram finden. Molten Shell zum Beispiel hätte ich sofort genommen. Aber ich brauch's auch nicht. Das ist der Unterschied an dem Ganzen. Das ist ein großer Harbinger, ne?